Hallo zusammen. Prompten gibt es jetzt auch bei Enjoy Your Bike. Das hat vielleicht der eine oder andere schon mitbekommen. Und was gibt es Schöneres, als die Premiere zu feiern mit einer Sonderedition und dann noch einer so besonderen Sonderedition? Zwei englische Firmen haben sich zusammengetan. Barber, die kennt ihr vielleicht von den Wachsjacken, und Prompten. Ja, ich habe mich bewusst entschieden, hier mitten in die Stadt zu stellen mit all dem Verkehr und so weiter, weil da gehört zum Prompten hin. Das ist das perfekte Pendelrad. Ein sehr klein zusammenfaltbares Rad, schnell zusammenfaltbares Rad und trotzdem ein sehr schnelles Rad. Wer das nicht weiß, wir haben ja einen Radstand, der ist so wie bei jedem normalen Fahrrad, was man sonst auch kennt. Und damit ist man sehr stabil, sehr schnell unterwegs und gar nicht wackelig, was man eigentlich denken würde bei den kleinen Rädern. Am Ende des Videos zeige ich euch nochmal, wie man das schnell auf- und abbaut. Aber kommen wir jetzt natürlich wieder zu dieser Sonderedition. Barber und Prompten. Prompten, eine klassische Fahrradfirma aus England. Barber auch sehr klassisch, eher konservativ. Trotzdem finde ich insgesamt das Rad relativ frisch dafür, dass es zwei alteingesessene englische traditionelle Firmen sind. Dieses sandfarbene, richtig, richtig coole Farbe. Also das alleine, das Rad mit der Farbe sieht cool aus. Und dann in der Verbindung mit den Taschen. Es gibt eine Satteltasche und eben diese gewachste Fronttasche dazu. Die ist übrigens mit inklusive bei dem Rad. Wer das Rad kauft, kriegt diese beiden Taschen dazu. Hier also dieser sandfarbene Lack nochmal von vorne. Hier sieht man einen leicht goldenen Schriftzug von Prompten. Hier der Barber-Schriftzug weiter vorne. Die Barber Edition hat silberne Verschlüsse. Die habe ich beim Prompten so noch nicht gesehen. Passt richtig gut im Kontrast zu dem sandfarbenen. Mitgeliefert wird auch eine silberne Luftpumpe. Die habe ich jetzt leider vergessen. Und somit passt das alles. Silberne Schutzfläche, Pedale, Verschlüsse. Mitgeliefert serienmäßig der Brooks C17-Sattel. Sehr, sehr schick. Auch der mit silbernen Applikationen. Ist ein leichter Braunton, der auch echt gut passt zu dem sandfarbenen Rad. Ganz wichtig auch, wir haben hier die 6-Gang-Schaltung. Das bedeutet, wir haben eine 3-Gang-Nabenschaltung und eine Kettenschaltung mit 2 Ritzeln. Links schalte ich die Kettenschaltung, rechts die Nabenschaltung. Ja, und ganz exklusiv für die Barber Edition gibt es eine messingfarbene Klingel. Kommen wir zu den Reifen auf den silbernen Alufelgen. Auch wieder passend zum Verschluss hier oben. Der Reifen nennt sich Schwalbe Marathon All Motion. Ja, und was ich ganz cool finde, ist die braune Seitenwand. Die passt natürlich schön zu dem sandfarbenen Rahmen. Ja, und ganz wichtig für die Sicherheit hier in der Stadt natürlich der Reflexstreifen. Ja, hier diese kleine Satteltasche, die mitgeliefert wird. Da ist auch ein kleiner Umhängestrap dabei. Die kann man sich auch einfach umhängen. Nochmal von innen, da kriegt man relativ viel rein. Also sieht kleiner aus, als sie ist. Und hier mit den Befestigungsschlaufen, ja, ist die Tasche auch so konzipiert, dass man sie hier vorne anbringen kann. Entweder auf der Seite oder auf der Seite nach vorne. Ja, kommen wir zu diesem Highlight, die große Tasche. Für alle, die das noch nicht kennen, das Prompten hat hier vorne so einen Befestigungsblock. Mit so einem kleinen Hebel, mit dem kann ich die Tasche hier einfach abnehmen. Hier seht ihr diesen kleinen Block, der ist im Lieferumfang enthalten. Das Rad hat jetzt vorinstalliert keine Lampen, aber Reflektoren vorne und hinten. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, hier eine Lampe anzubringen oder eine Akkulampe am Lenker. Die Tasche, super geräumig. Hier mit den Druckknöpfen. Die Druckköpfe kennt ihr vielleicht auch von den Barberjacken. Also das gleiche Design, die gleichen Knöpfe. Hier ein schöner Metallreißverschluss, wie man es auch von Barber kennt. Auch hier innen drin das Karo-Muster. Ja, ich nehme jetzt hier mal die Kameratasche raus. Hier seht ihr auch das Barber Prompten-Logo nochmal, auch sehr cool. Mitgeliefert wird auch ein Umhängegurt, ja, um die Tasche einfach auch so transportieren, ohne Fahrrad transportieren zu können. Hier vorne auch nochmal das Barber Prompten-Logo. Und hier noch eine kleine Tasche, da habe ich vorhin mein Handy reingepackt. Ist auch ganz praktisch. Schönes, gelungenes Rad in einer tollen Farbe, wie ich finde. Ja, und die DNA von Prompten ist ja unter anderem auch
dass ich ein Rad fürs Leben sozusagen kaufe. Das heißt, wer diesen Brompton-Rahmen fährt, der kriegt auch in 20, 30 Jahren noch Ersatzteile. Oder wer jetzt ein 40 Jahre altes Brompton fährt, kriegt auch noch Ersatzteile. Also das ist echte Nachhaltigkeit. Und das wird natürlich auch mit dieser Tasche gelebt. Eine Barberjacke oder in diesem Fall eine Barbertasche mit dem Gewachsen. Natürlich muss man die auch ein bisschen pflegen, wie das Fahrrad auch. Aber die wird auch ein Leben lang halten, also wird man auch sehr lange was von haben. Ja, und das in Kombination finde ich sehr, sehr stimmig. Und wahrscheinlich sieht die Tasche in 30 Jahren noch viel, viel cooler aus, wenn die richtig, ja, Gebrauchsspuren hat. Das ist ja auch was, was ich richtig cool finde, wenn so Sachen leben und gelebt aussehen. Alle Links unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ach so, jetzt muss ich euch ja noch zeigen, wie ich es auf- und abbaue. Habe ich euch versprochen, das kommt jetzt. Fangen wir an mit dem Zusammenklappen. Erster Schritt. Hier ist so ein kleiner Hebel. Hier übrigens auch Silber-Aluminium. Zack. Einmal mit Schwung. Zweiter Schritt, dieses Scharnier öffnen. Die Pedale nach hinten stellen, falls sie nicht schon hinten ist. Und dann ist hier so ein kleiner Haken, der muss hier drauf. Zack. Im nächsten Schritt mache ich das zweite Scharnier auf, was am Lenker war. Zack, mit Schwung hier rein. Hier ist auch so ein kleiner Knopf, wo das Ganze einrastet. Der hängt jetzt fest. Letzter Schritt, einfach den Sattel runterlassen. Optional, wenn ich das Rad tragen möchte, hier das Pedal einfach hier drücken, zuklappen. Ihr seht dann, wenn ich mich daneben stelle, kann ich so hochheben. Ganz, ganz wichtiger Punkt noch, die Besonderheit bei Brompton, die Kette liegt innen. Das heißt, ich kann mir nicht meine Hose an der Kette schmutzig machen. Kleines Detail zur Erklärung, hier ist so ein kleiner Dämpfer. Das heißt, hier ist ja die Sattelstange einmal durchgegangen und die arretiert letztendlich über diesen kleinen Stopper hier, dass das Rad hier sich nach unten bewegen kann. Das, was ich vorhin mit Schwung gemacht habe, dass ich dieses Rad ausklappen oder einklappen kann, geht jetzt nicht mehr, weil es hier fest arretiert ist. So, jetzt das Aufbauen. Das geht genauso schnell. Ich persönlich fange immer damit an, als erstes die Sattelstange rauszuziehen. Ihr seht dann hier, die Arretierung ist nicht mehr vorhanden. Erst wenn die Arretierung draußen ist, kann ich den Rest wieder nach vorne bewegen. Fangen wir an, den Lenker wieder aufzustellen, hier das Scharnier zuziehen. Dann einmal anheben, das kann man hier oben am Sattel sehr schön machen. Zack, hier rüberziehen, Scharnier zumachen, Pedale aufklappen. Und jetzt mit Schwung einmal den Sattel hochziehen und dann geht automatisch das Hinterrad nach hinten. Zack. Das war's auch schon. Das Rad arretiert hier hinten auch durch diesen Sicherheitsverschluss. Ist ein bisschen Dreck hier dran und ich kann losfahren. Der Vollständigkeit halber hier die Tasche. Die hat hier hinten diesen kleinen Anschluss, also so eine Art Schiene. Die setze ich hier einfach drauf, bis es einrastet. Klack. Hier ist dann auch ein kleiner Hebel. Damit kann ich es wieder öffnen und rausziehen. So, das war es jetzt aber wirklich. Ich fahre jetzt zurück ins Büro. Das ist übrigens hier um die Ecke. Falls ihr irgendwann auch hier mal eine Probefahrt machen kommt, seht ihr das sicherlich. Bis zum nächsten Mal nochmal. Ciao. Mal einmal fahre ich hier noch um den Baum rum. Tschüss. Da hinten kommen wir rein in die Mitte. Die Luftpumpe ist nicht dran. Warum ist die Luftpumpe nicht dran? Die liegt wahrscheinlich noch im Karton. Das lassen wir so. Das war, glaube ich, gut. Weil jetzt würde ich noch mal kurz mich verabschieden und einfach um den Baum fahren und dann hier an der Kamera vorbei.